Hallo zusammen und herzlich willkommen in etwas völlig Fremden. In meinem, ihr erratet es wahrscheinlich, in meinem Wohnzimmer von meiner Oculus Rift befinden wir uns gerade. Das ist quasi mein Home-Bereich, wenn ich die Brille starte. Und ich versuche mal jetzt hier, wie schon mal angekündigt, eine Aufnahme, Vader Immortal, wahrscheinlich passenderweise zum Kinostart von Episode 9 rausgekommen. Aber erstmal muss ich... Oh. Ja, ich bitte schon mal zu entschuldigen, wenn das mit dem Mikro jetzt hier nicht ganz so gut ist mit dem Sound. Ist halt alles ein bisschen experimentell. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich versuch's einfach mal. Und werde jetzt auch mal direkt... Nee, halt. Würfel leuchtend. So, Bibliothek. Ich starte einfach mal Vader Immortal Nummer 1. Das ist so ein Minispiel, also ja, eine Experience. Und überlasse das Ganze mal seinem Lauf. So, hier bin ich jetzt im Startmenü und werde erstmal ganz kurz schauen. Video-Settings, okay. Audio ist auch alles hoch. Okay, ich hoffe, dass das mit der Lautstärke so passt. Ich werde mich aber sicherheitshalber eher ruhiger halten beim Sprechen. Und würde sagen, ich habe schon mal reingeguckt, ich würde sagen, wir fangen einfach mal beim Start an. Viel Spaß. Achso, halt, da geht's los. Confirm, viel Spaß. Oha. Alright, Hyperdrive controls are active. Okay. Und Vollgas. Nice one, Captain. Ab in den Hyperraum. Oh, that never gets old. As soon as we offload these spice crates at Shadow Market, we are sitting pretty. You know, maybe then you can make those repulsor lift upgrades you've been promising me forever. You know, and okay. Kann ich hier irgendwas machen? You know, it looks like we're gonna be in hyperspace for a while here, so scheint nicht so. Go back and check our loot. You name it. Sky's the limit. Sky's the limit. Okay. Ah, okay, jetzt kann ich mich hier fortbewegen. Ich laufe quasi frei, also ich kann mich hier, ich drehe mich auch frei. Man kann das auch, damit einem nicht ganz so schlecht wird, immer in Gradschritten machen. Oh. Aha, tolle Fracht. Kann ich hier irgendwas nehmen? Scheint nicht so. Ah. Okay. Oh. Ne, kann ich nicht nehmen. Okay, da darf ich nicht hin anscheinend. So. Ah, das ist unser Schiff. Well, I try to reroute the power. Why don't you go ahead and scan the ship? Okay, da ist grün. Na, weiter geht's gar nicht. Alright. Oh. Ach, da. Muss ich mal nachgreifen. Well, looks like the main sensor antenna's been damaged. Alright. Let's switch to backup. Okay. Let's do the next one. Switching to defense systems.
Wo? Ach, da vorne. Well, the deflector shields are totally offline. Ich sag's dir, mein Freund. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wer ich bin. Ob ich ein Rebell bin. Oh oh. Let's go check it out. Ja, warte. Kann ich das mitnehmen? Ja. Wollte nochmal gucken hier. Aha, so sieht's also aus. Okay. Wow. That's impossible. Something's pulled us out of hyperspace and put us down in the Atreides sector. Oh, okay. Im Outer Rim. Oh oh. Ich glaube, das ist ein gefährliches Cluster. Oh. Ah, es kommt in der Brille ganz anders rüber als auf dem Monitor auf jeden Fall. This is Admiral Carius of the Galactic Empire. Okay. Surrender control of your ship immediately. This is ZOE3, first mate on the Windfall. Zoe to my friends. Windfall heißt unser Schiff. Some mistake. Admiral, the Windfall is a humble salvage vessel. Anything short of immediate compliance will result in your destruction. My bad, Admiral. Sorry about that. Slaving ah, our ship's da auf dem Monitor ist er, ja. Gar nicht hingeguckt. Sorry. Scrag. Well, we didn't do anything that bad. Stell mich mal wieder auf meine Position hier. Halt mich mal fest wie so ein richtiger Captain. Mustafar is a mining planet. Why are the Imperials taking us there? Okay, ab nach Mustafar. Episode 3, wenn ich mich nicht täusche. Oh oh. Oha. What's the Empire even doing with that hot of planes? Das sieht nicht gut aus. I got a bad feeling about this, Captain. Na, ich auch, ein bisschen. Oh, sie ruckelt auch ganz leicht. Okay, ja, das sieht nicht gut aus. Tut mir leid. Ah, jetzt im Stehen dreht er sich. Im Grad. Okay. Oh. Darf nicht zu nah ran, ne, anscheinend. Oh oh. I'm officially worried, Captain. Open your door. Haben wir irgendwas? Ah, da wäre was gewesen. Hi. Eine Armbrust. Don't move, scum. Hey, lass mal den Druiden in Ruhe. You've caused us considerable inconvenience, smuggler. Smugglers? Tut mir leid. Hey. Hey. Take them both to the holding cells. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Okay. Also anscheinend betäubt. Admiral Carius. In a moment,
Darth Vader, Lord of this monolith, will give you a task at which you will undoubtedly fail. A word of advice. Do not anger Vader. I loathe cleaning these cells after interrogation. Cooperate, and I promise you a merciful death when he's through with you. Für die Rebellen, mein Freund. You are not the first candidate to fall under his scrutiny, and you will likely not be the last. Oh. Okay. You may wonder why I have brought you here. You are required to perform one simple task. Okay. Open this configuration, and I will spare your life. Okay. By the core. Okay. Ja, guck mal, siehst du auch was? Ah, das sieht schon krass aus. This is the one I've been searching for. Voice ID. Admiral Gable Carius. I will send for you shortly. Alles klar. Ich habe anscheinend irgendwie die Macht oder was? Oder zumindest kann ich irgendwas. Oh. Hey. Druide. You opened the artifact. No one's been able to do that for eons. Vader's been scouring the galaxy for someone of your bloodline. What bloodline? What are you talking about? Also, please introduce yourself. Who are you? Vylip Volma, lore master of my cavern clan. Uh-huh. And why should we trust you? Do you want to get out of here? Then listen. Now that Vader's found you, he's in reach of enormous power. He means to conquer death itself. Countless lives are in danger, including your own. You must escape this planet. Yep, way ahead of you on that. Lore master, except I can't reach it. Soll ich dir helfen? Use this to access the main breaker. Ah, kann ich nicht. You have a hydro spanner? I don't want to ask, but where have you been hiding that? Don't tell me. Hydro spanner? You know what? I don't want to know. Hier oder was? Okay, muss ich euch helfen. Beste R2-D2, Mann, hier. That sounds promising. Und jetzt? Muss ich hier was drücken, oder was? Ah, okay, das muss noch raus. Und, ah, das Kabel, okay. Die Sicherung. Da. Ah, alles klar. Wow, you did it, Captain. Da links Thanks, rein. Vylip, Vylip, was it? I was technically not listening. Vylip. Door is activated by voice print. Okay, no offense, but this is not our first jailbreak. Step aside, please, and keep quiet. I can simulate the Admiral's voice. Voice ID, Admiral Gable Carius. Voice ID, Admiral Gable Carius. Voice ID, Admiral Gable Carius. Sauber. This way. Hurry. Sehr gut gemacht. Okay, dann mal raus hier aus dem Gefängnis. Ah, muss ich wieder? Oh. This lift will take us to the hangar and your ship, but we need to override the security. Okay, ich hab's jetzt hier. Einen Moment mal ganz kurz. Irgendwie
Muss ich mal ganz kurz... So, ich habe das mal wieder justiert. Hä? Still have that hydro spanner. Nee, Moment mal. Jetzt geht irgendwie... Jetzt bin ich zu weit weg. Oh, tut mir leid. Einen Moment. Irgendwie hat er hier das verschoben. Ein bisschen, glaube ich. So. That hydro spanner should work on the control panel. Na, geht's? Perfekt. Na, wahrscheinlich wieder die Sicherung tauschen. Na. Volle Power. Oh. Hey! How did you... Das war gut. Schnell rein da. We better move before any more guards arrive. Ja. Naja, ich muss hier mal die Position irgendwie finden. So, jetzt, ja. Das ist ein bisschen doof gemacht, dass man quasi eine feste Position einnehmen muss, damit es weitergeht. Oh, da ist unser Schiff. Oha. No, no. This place will be swarming with troopers in seconds. This is Admiral Karras. All personnel alert. Prisoners have escaped. Knock down the hangar and secure all exits. Ah, we'll never get to our ship now. Sieht schlecht aus auf jeden Fall. You'll have to find the priestess of my clan. Down in the caverns beneath us. She's your only way off Mustafar now. Take my lower totem. It will help her find you. Okay, dann machen wir uns mal auf die Suche nach der Priesterin. I'll hold them off. Find the priestess. Oha. She's your only hope. Gotta move. The elevators are going into lockdown. Schnell weiter. It's via these private chambers above us. No telling what's up there. But it can't be worse than this, right? Und ob? Prisoners have escaped. Locking out all service elevators and doors. We're sitting Bloggins in here. We'll have to find another way out. I can't override the controls. Can you try? Ich versuch's. Drehen oder was? The hatch is opening. Ah, okay, da oben. Ah, alles klar. Way out. Follow me. Dann gehen wir vor. Die Leiter muss ich natürlich selber laufen. Okay. Scragged, I hate heights. You know, this is humiliating. Oha. My repulsor lift module. I wouldn't have to drag myself up like a meat bag. Okay, jetzt hänge ich hier. Yeah, looks like we could climb up here. Word of advice. Best not to look down. Right, from here on out, can we just stick to places that don't require climbing, please? Ja, ist für mich okay. Hopp. So, wenn ich hier raufkomme. Oh. Oh, oh. Ugh, I hate those things. Der gibt doch bestimmt Alarm. Okay. Ah, according to the nav route, we can get out through those shutters.
Okay, I think I can activate them, but I'm gonna need a minute. Will you cover me? Okay. Oh, habe ich verloren. Okay. Oha. Ja, ich muss das Schwert hier schon richtig halten. Zum Verteidigen. Oh, der war nicht gut. Assessment indicates that training is required. Initializing training program. Level beginner. To block an attack, hold your lightsaber still and angle across the path of the enemy strike. Replicate the sequence indicated by the hologram to block the attack. Ah, ich muss es gar nicht festhalten. Okay. Correct. Okay, so. Eine Summe. Okay. Once more. Jetzt so. Adequate. Lesson complete. Lesson 2. Attacking. After blocking a series of enemy strikes, they become vulnerable. That's when you attack. Okay. For a successful strike, swing in a wide, straight arc. Follow the example arc to perform your own strike. Now, change okay. The strike angle as the hologram shows. Good. What's links oben oder rechts unten? Good form. Lesson complete. Lesson 3. Combination attacks. To keep your opponent off guard, you must assume a different angle for each strike. Now strike after blocking these attacks. Okay. Oh, den habe ich übersehen. Try again. Block the attacks. Now strike after blocking these attacks. Ah. Try again. Block the attacks. Ich muss erstmal zwei blocken. Wahrscheinlich. Nicht direkt angreifen. So, jetzt. Und jetzt. Naja, ich komme gleich. Lesson 3 complete. Final lesson. Blaster deflection. Okay. You can deflect blaster fire back to its source. Defend yourself against the training room. Na los. Klappt. Klappt dann auch. The deflection. Successful. Beginner training program. Complete. Yeah. Prepare for combat. Oha. Komm her. Zeig mal, was du kannst. Oh. Achso, lässt er jetzt automatisch los oder was? Actually impressed, Captain. I thought for sure you were dead. Come on, there's no time to celebrate. I found a way out. Yes. Okay. Okay. And it's a long counterpunch. Tschüss. Oha, hier geht's auf jeden Fall weit runter.
okay, ich komme. Oh, nicht, dass der uns sieht. Schnell an der Wand. Yikes! That's a really long drop. Ja, das sieht hier ziemlich weit nach unten aus. Okay. Well, there's a ventilation shaft just above us, which means we have to go even higher. So, great news for me. Gucken wir mal, ob wir hier gut hochkommen. Oh, oh. Oh Mann. Na, wo soll ich mich denn weiter festhalten? Hier oder was? Ja. Boah. Das war knapp. It's actually kind of beautiful. At least as far as nightmare hellscapes go. Ja, so ein bisschen ist es schon beautiful, aber man sieht schon, dass es im Hintergrund ein Bild ist. Leider. Aber im Gegensatz dazu hier, diese Basis, die hat schon in sich. Oh, hier oder was? Sieht so aus. Okay. Ah. Might the force be with me. Tatsache. Oh. Komme ich hier lang? Nee. Oh, okay. Hat geklappt. Aber ich nehme es nur in die Hand, aber mach's aus. Sehe ich ja noch weniger. Oha. Oh, hier ist eine Wand. Das kenne ich doch. Okay. Oh. Auf jeden Fall scheint es nach Episode 3 zu spielen. Und Vader oder Anakin sucht anscheinend eine Möglichkeit, irgendwie Padme wieder zu erwecken. Und irgendwie komme ich da ins Spiel durch meine Fähigkeit. Oh, nee, ich will runter.
say again? You'll have to find the priestess of my clan. Down in the caverns beneath us. She's your only way off Mustafar now. Take my lore totem. It will help her find you. Caverns, priestess, totem. Is there any version of this plan that doesn't end up with us being dead? Captain? Whatever happens? It's been a good run. Noch ist nichts verloren. Klingt zwar alles nicht so optimistisch im Moment. Oha. Okay. Eine Stadt hier im Berg. Okay, der Fahrstuhl. Und es geht hier ganz schön hoch. Na los, ich komm mal. Krassomat. Hotwire this thing. Come over and cover me. Oh. Wir haben uns entdeckt. Captain, you're firing at us near the elevator. Ja, guck mal, ich gelernt habe. Oh. Jetzt schießen die von allen Seiten. Ah ne, unten, der ist tot. Oha. Kommt her. Boah, zum Glück. Na, ja, beeindruckend. That's what the Imperials are excavating. I wonder what Vader is after. Sehr mythisch wirkt das hier auf jeden Fall. My guess is that's what we'll find the priestess. Ich lasse es erstmal weg. Wir sind friedlich. That guy looks like the welcoming committee. I hope this priestess shows up. Glowing. Okay. That creepy guy said you're a descendant of Lady Corvax. That must be her. I bet this was her castle. Oh, da ist er. Anscheinend.
Hallo? By the original light. Ah, it appears Vader has finally found his candidate. Hi. Wofür? Are you the priestess? Violet said we should give you this, that you'd help us escape. We don't have much time. I must help you understand. Once, our world Mustafa was green, filled with life. Das sieht cool aus. Lady Kovacs abided here with her husband, Sir Dorin, living in peace with my people. The bright star was our most sacred object. Its energy nourished our planet. One day, our world was attacked. Lady Kovacs' husband fell in battle. She stole the bright star, believing it would restore her husband to life. She created the Eon Egg, the terrible machine. It reduced our world to okay. The bright star is hidden beneath somewhere within Lady Kovacs' sanctum. Vader has the only key. But he needs a descendant of the ladies to wield it. Vader is here. Help him retrieve the bright star. Our best chance is to follow and take it from him. In our hands, the bright star could heal our planet. Wait, retrieve the bright star? Oh, hold on, that wasn't the deal. No. Circumstances have changed. No, okay. Destiny has bound us together now, and our future is in your hands. Fate has chosen you. Okay. Thanks for stopping by. Da bin ich ja reingeschlittert. A lot of fate. I thought that would be fun, you know, some future. Oh my. Lord Vader, it wasn't our fault. The Mustafarian forced us to help him. Do not insult me with excuses. You know what I seek. Take the artifact key. Open the sanctum lock now. Okay. So, protect the prisoner. Okay. Okay, schön langsam. Oh. Okay. Ich kämpfe mit Vader zusammen. Oh. Oh.
Das ist ja gemein. Okay, zwei wieder. Okay, du. Oh, der hat gewissen. Okay, ich muss erstmal die Angriff abwarten anscheinend. Hey! Okay, Vader braucht mich. You have acquitted yourself well. I will not be denied. You will help seize the Bright Star. I sense a latent force ability within you. Follow me and I will instruct you in its ways. You will need the Force if you are to survive the path ahead. Okay, puh, ganz schön außer Atem. Wahrscheinlich hört man's. Puh, okay. Ja. Das war's. Vader Immortal Teil 1. Also, ich bin irgendjemand mit der Gabe für die Macht und soll Vader anscheinend irgendwie helfen, da so ein Relikt in Gang zu setzen, um Padme anscheinend wieder zum Leben zu erwecken. Das ist so sein Ziel. Okay, meine erste VR Let's Play Experience. Ich hoffe, dass das jetzt alles soweit geklappt hat. Halbwegs. Mit dem Ton und mit dem Bild. Und bin gespannt auf euer Feedback. Teil 2 und Teil 3 gibt es noch, wahrscheinlich genauso lange. COE3, so heißt mein Ruider. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, mal gucken, wie das so aussieht. Vielleicht sehen wir uns hier bei Teil 2 nochmal wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich lasse das jetzt hier nochmal einmal kurz durchlaufen. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.